mit Susanne Kurz. Ja, und endlich werden meine Gäste im Nachbarstudio denken. Anna-Karina Wojcik und Stefan Ross. Endlich dürfen wir auch Hallo sagen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, Susanne. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Servus. Wir sind gut angekommen und freuen uns sehr, hier zu sein. Schön, dass ihr da seid. Wir genießen gleich mal Musik. Solo von Anna-Karina Wojcik. Einmal unendlich. SWR 4 Baden-Württemberg. Da sind wir daheim. Und ganz zart hat sie mitgesungen im Nachbarstudio, Anna-Karina Wojcik, Solo zu hören. Ja. Einmal unendlich. Im vergangenen Jahr habt ihr aber auch euer Duettalbum veröffentlicht. Und das ist jetzt die erste Single, richtig Solo. Wie fühlt sich das an? Ja, ganz gut fühlt sich's an. Also quasi neue Single aus dem Album, das erscheint am 20. August, Träumer. Und ja, es ist schön, auch wieder mal nach 2 Jahren, viel auch im Duett natürlich unterwegs gewesen, auch mal wieder solo was zu machen und das zum 10-jährigen Bühnenjubiläum. Wie ist das, wenn wir jetzt an euer Duettalbum denken, wenn man zu zweit im Studio ist? Ist das eher inspirierend oder könnte es auch nerven? Wir sind ja jetzt auch zu zweit im Studio, also ich bin aber hinter den Regeln quasi, ne? Ich bin dann derjenige, der dann die Kritik durchgibt und so, aber Gott sei Dank bei Anna gibt es da nicht so viele. Und von dem her teilt sich die Arbeit auch wunderbar auf, auch wenn Anna alleine im Studio ist und ihr Album einsingt. Also ganz, ganz toll. Also ist nicht so, dass man das Gefühl hat, oh, jetzt quatscht der schon wieder rein. Nein, also natürlich gibt es bei uns auch oft Meinungsverschiedenheiten, gerade im Studio. Wir sind halt 2 Künstler und 2 Musiker und haben da schon unsere eigenen Ideen auch, aber da ergänzen wir uns ganz gut und da kommen eigentlich die besten Sachen bei raus gemeinsam. Ja. Ja. Wobei du schon sehr spontan gerade lachen musstest, Stefan. Als natürlich. Ich gesagt habe, jetzt quatscht er schon wieder rein. Du, ich habe auch die Sendung des Lächelns, also ich lache eigentlich immer, wenn ich gut gelaunt bin. Vor genau 10 Jahren bist du, Anna-Karina, als Sängerin ins Rampenlicht getreten mit der Teilnahme bei Deutschland DSDS. Sucht den Superstar, genau. Genau, und in der gleichen Staffel waren auch recht viele Künstlerinnen und Künstler, die auch bei uns regelmäßig hier laufen. Wir hören da kurz rein. Ja. Norman Langen, zuvor Sarah Engels und Pietro Lombardi natürlich. Hast du noch Kontakt? Ja, man sieht sich Gott sei Dank des Öfteren, ebenso wie du sagst, das war eine sehr legendäre Staffel damals, die 8. Staffel von DSDS. Und Gott sei Dank sind aus dieser Staffel wirklich viele Kollegen noch aktiv. Eben auch Sebastian Wurt von Feuerherz, der war ja in dieser Gruppe auch mit drin. Und wir sehen uns Gott sei Dank oft bei vielen Fernsehsendungen und Auftritten, ja. Und Stefan, hast du Anna-Karina zuerst bei DSDS gesehen, so als Zuschauer oder dann als Puppenspielerin bei dir in der Sendung immer wieder sonntags? Sowohl als ob. Also ich habe die Staffel damals 2011 nicht verfolgt. Also ja, ich bin zwar ein großer Dieter Bohlen-Fan, aber ich habe es nicht so verfolgt. Anna-Karina Wojcik, wie es dann hieß, kommt so immer wieder sonntags. Das war mir aber dann schon ein Begriff, weil es ja eine der erfolgreichsten Staffeln eben war von DSDS 2011. Hast du dich da besonders gefreut, als es hieß, sie kommt in deine Sendung? Jetzt bin ich gespannt. Ach, ich freue mich über viele Kolleginnen und Kollegen. Also von dem her trotzdem, ich habe mich gefreut. Sie hat damals schon einen super Titel präsentiert, sehr sommerlich und natürlich, ja, ich habe mich gefreut, ja. Ganz diplomatische Antwort. Also nachdem Anna-Karina Solo singen durfte, hören wir jetzt natürlich auch Stefan Ross Solo. Jawohl. Kein Herz für eine Nacht. Dankeschön. Wenn ich nebenbei das Mikrofon aufgemacht hätte, dann hätte man gehört, einen ganz dicken Schmatzi gab's. Da fällt mir gerade ein, war nicht jetzt irgendwann Hochzeitstag, der erste? Ja, natürlich. 6.6. waren wir beim Florian und 7.6. Ganz offiziell im Standesamt in Halle an der Saale. Also wir haben 2 Tage gefeiert, obwohl ich schon einen Tag vorher gratuliert habe, weil ich wollte zeitig genug dran sein. Gratuliert. Ich gratuliere dir, Anna-Karina, dass du mich geheiratet hast. Und die Gratulation gab es jetzt zum ersten Hochzeitstag an Stefan. Stefan, das hast du gut gemacht. Jawohl. Wunderbar. Ja, so ungefähr sah es aus, ja. Und sonst noch so Blümchen oder ja, irgendwie? Natürlich. Also das nicht nur zum Hochzeitstag sei gesagt. Man sollte ja die Liebe jeden Tag pflegen, wie so ein Pflänzchen, ne? Und das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Wir haben es uns einfach gemütlich gemacht. Wir hatten schönes Wetter in Bayern und ja,
So haben wir einen schönen Tag verbracht. Mhm. In Bayern also vorm Wohnmobil gesessen? Nein, den ersten Hochzeitstag haben wir zu Hause verbracht, weil ja jetzt unsere Wohnmobilsaison eigentlich so richtig anfängt am Wochenende. Jetzt geht's richtig los. Ihr seid ja sehr viele Tage im Jahr mit dem Wohnmobil unterwegs und auch fest verankert quasi, wenn es am Sonntag mit immer wieder sonntags losgeht. Ja. Und Stefan Ross, es ist ja auch der absolute Urlaubstrend, das Wohnmobil. Und habt ihr uns da irgendwie einen Tipp, wie man genauso verliebt bleibt wie ihr, wenn man über 150 Tage im Jahr im Wohnmobil verbringt? Also was macht man so gegen Lagerkoller? Also der Rekord waren 300 Tage im Wohnmobil von dem her war es wirklich oder ist es immer noch, wenn es wieder normal läuft, unser Hauptwohnsitz. Naja, ich habe es gerade erzählt, eine lustige Anekdote, und es ist einfach normal bei Campern. Also wenn ich um 13 Uhr nach immer wieder sonntags auf den Campingplatz fahre, dann muss halt der Müll rausgetragen werden oder muss halt der Camper geputzt werden. Ne? Also das ist da nichts Schickimicki oder ihr Tralala, sondern das ist das normale Camperleben. Dann sagen die Einheimischen auf dem Camping, du kriegst eh aber immer wieder sonntags, war eine schöne Sendung. Ha, ja. So, also das ist dann einfach klasse und es ist schön zu erleben. Und wer ist pingelig? Im Wohnmobil sollte man ja schon auch sehr auf Ordnung und Sauberkeit achten. Das ist ja alles ein bisschen beengter. Ja. Ja, schon, Stefan. Der ist da schon wirklich auch der typische spießige Camper. Da steht natürlich auch Lavendel vor unserem Wohnmobil. Und Gartenzwerge. Und der Gartenzwerg. Und natürlich wir Frauen. Es ist wirklich ein kleinerer Raum und das Badezimmer ist sehr, sehr klein. Und da muss man natürlich schon ein bisschen planen, wer zuerst, wer ist dann als nächster dran. Aber das funktioniert ganz gut und es ist jeden Tag immer wieder witzig. Und ist er nur pingelig oder so? Er sorgt auch für Sauberkeit. Okay. Und von dem her ist die Pingeligkeit dann auch wunderbar. Dann ist in Ordnung. Das war die beste Kurve. Ja, auf alle Fälle. Noch kurze Tipps, wenn wir beim Wohnmobil und vielleicht auch Urlaub bleiben. Was kommt bei euch so auf den Tisch, besser gesagt auf den Grill oder auf die Kochplatte? Oh, da gibt es eigentlich ganz, ganz viel. Es muss wirklich nicht immer das deftige Steak sein, sondern man kann auch wunderbar Gemüse auf den Grill packen oder auch einen guten Fisch, ne? Forelle, schön Knoblauch, Petersilie, eingewickelt in Alufolie auf den Grill. Herrlich. Ja. Und Bratwurst oder sowas nicht? Eher selten. Also wir sind dann doch die Fischmenschen. Ich habe so eigene Kreationen, die bis jetzt immer schmecken. Also muss ich sagen. Also meiner lieben Frau, die hat wieder gesagt, Mensch, letzte Woche schön Lachs mit Tomatenstückchen drüber, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Salz und Pfeffer. Mehr braucht es gar nicht an Gewürzen. Und das ein bisschen garen lassen auf dem Grill. Super, kann ich nur empfehlen. Für die Bratwurst seid ihr auch eher unterwegs. Bratwurst und Kartoffelsalat gab es im Restaurant. Wir haben Bilder gesehen aus München. Habt ihr gepostet, gell? Ah ja, das hatte ich mal kurz rein. Ja, ich bin ja eher die Instagrammerin von uns beiden und da wird auch schon mal so ein bisschen was Privates, Kulinarisches geteilt. Man konnte jetzt auch bummeln gehen. Stefan, endlich wieder Schuhe kaufen. Also ich setze mich dann lieber in einen Kaffee und trinke meinen lecker Cappuccino oder Latte Macchiato und meine Frau ist dann eher bummeln und ich sitze mit dem Dackel am Tisch und es ist einfach und nur schön. Mit den Nein. Ah, so. Nicht ganz so viel. Aber jetzt geht's ja wieder los. Es kommen ja auch Gott sei Dank wieder die ersten Live-Auftritte rein und da brauchen wir natürlich auch wieder ein paar gescheite Schuhe. Ja, und man muss das wieder wertschätzen. Also unfassbar, dass es einfach die lächelnden Personen gibt, die dann durch die Fußgängerzone gehen. Also es ist momentan wirklich ein schönes Gefühl. Und manchmal sitzt dann auch einfach Andi Borg mit am Tisch. Man hat es gesehen, in Passau. Oh. Was du nicht alles weißt. Du weißt vieles. Und Gott, ich bin ja nicht die Online-Shopperin. Ich habe mich wirklich in den letzten Monaten echt zurückgehalten und von dem her war das ein tolles Gefühl, mal wieder ins Schuhgeschäft zu gehen. Ja, und ich habe gesagt, wenn es das erste Mal essen geht, dann muss es ein guter Grieche sein, schön mit Knoblauch. Und mit Freunden. Mit Susanne Kurz. Und mit Anna-Karina Wojcik und Stefan Ross. Schön, dass ihr da seid. Einen wunderschönen Nachmittag. Servus. Wir wollen natürlich gleich noch einen Hit von euch hören. Paradies der Ewigkeit. Was fällt euch da persönlich dazu ein? Das ist tatsächlich eines unserer Lieblingslieder aus dem Album Stark wie zwei, weil es immer irgendwie so ein Sommergefühl in uns weckt. Stefan? Ich bin genau der gleichen Meinung und es war für uns ein sehr, sehr wichtiges Lied. Und es ist auch mein persönliches Paradies-Lieblingslied. Da hören wir mal ganz genau zu. Mhm. Und jetzt wieder die schönste Musik. Die besten Hits. SWR 4 Baden-Württemberg. Anna-Karina, ganz schön textsicher. In vielen, vielen Textstellen singst du ganz sicher mit SWR 4 Musik. Ich liebe Schlager. Und natürlich höre ich SWR 4 auch rauf und runter. Und da wird man immer textsicherer. Ja, das stimmt. Und Stefan Ross, ganz viele lieben deine Sendung. Hörerinnen und Hörer schreiben ins Studio, freuen sich schon total auf Sonntag. Benny Steinmann zum Beispiel aus Alsenborn sagt toi 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 für den Start. Und Carmen Wieber aus Ringsheim, sie schreiben an euch beide, wir können es gar nicht erwarten, endlich wieder unsere Lieblingssendung am Sonntag.
Tag zu sehen. Das gehört bei uns einfach dazu. Ja, bei mir auch. Also seit 17 Jahren. Ich darf ja jetzt im 17. Jahr präsentieren. Und ja, wenn man ein Dreivierteljahr jetzt keine eigene Bühne mehr betreten hat, wir waren zwar sehr, sehr viel unterwegs, trotz alledem, es wird sehr, sehr emotional mit ganz, ganz tollen Künstlern. Andi Borg wird dabei sein. Mein Schatz wird ihre neue Single präsentieren. Absolute TV-Fernsehpremiere. Jürgen Drews, viele, viele andere mehr. Anita und Alexandra Hofmann natürlich nicht zu vergessen aus dem Ländle. Und einen Tag vorher sind wir noch bei Schlagerspaß mit Andi Borg am Samstag und dann fahren wir quasi alle gemeinsam nach Rust zu Immer wieder sonntags. Alles ausgebucht und durchgetaktet. Und wenn du sagst, schon 17 Jahre moderierst du diese Sendung, bist du dann trotzdem jetzt vor Sonntag so ein bisschen aufgeregt oder macht man das ganz locker? Das macht man nicht locker. Es ist wirklich, wie gesagt, emotional. Wir haben das erste Mal Publikum mit dabei. Es dürfen 400 Personen rein. Es sitzen meine Kollegen vor der Bühne. Wir werden das präsentieren, gemeinsam, Hand in Hand, weil es wird wiederum keine leichte Sendung. Deswegen, weil eben nicht so viele vor der Bühne sind. Normalerweise sind wir 2500 Leute. Aber wir werden es sehr, sehr genießen. Also es ist zumindest ein Lichtblick. Letztes Jahr habe ich 16 Sendungen ohne Publikum präsentiert und das war nicht ganz so fein. Ich glaube, dass da die Stimmung ohnehin auch beim Publikum jetzt doppelt oder dreifach so gut ist, weil eben alle froh sind, dass sie mal wieder sowas erleben dürfen. Und wenn man in den Ablaufplan fürs Wochenende schaut, dann sieht man, dass schon Freitag früh die erste Besprechung stattfindet. Wie läuft so ein Wochenende ab? Ist da eine Menge geboten noch? Oh ja, also ich habe schon seit 2 Wochen mein Buch. Also das heißt, ich lerne mittlerweile schon meine ganzen Lieder, habe zu Hause meine Lieder schon alle eingesungen. Freitag sind die ersten Proben, Samstag Generalproben, Stellproben mit den Kollegen und Kolleginnen. Sonntag dann die Live-Sendung und sofort nach der Sendung, ist vor der Sendung, wird die neue Sendung quasi besprochen, die darauf eine Woche darauf folgt. Und die 3 Monate sind völlig durchgetaktet. Das heißt aber, es ist nach wie vor auch deine Sendung. Wir hatten so in dem letzten Jahr den Eindruck, dass Anna-Karina einen ganz schön großen Anteil davon eingenommen hat. Gott sei Dank. Ja, es macht natürlich ganz viel Spaß, sich auch weiterzuentwickeln oder auch neue Sachen zu beginnen. Und ich hatte die Anfrage, ob ich nicht Lust hätte, mit zu moderieren und einige Kategorien auch zu präsentieren. Und das habe ich dann wirklich voller Stolz gemacht. Ich war sehr, sehr aufgeregt. Man lernt dann natürlich auch dazu, wie es ist, auch wirklich im On einfach zu moderieren. Das ist nochmal was anderes als zu singen. Und es wird auch in diesem Jahr so sein, dass ich jede zweite, dritte Sendung mal vorbeischaue und eine ganz tolle kulinarische Rubrik präsentieren werde. Und Stefan nickt sehr stolz. Ja, ich bin da auch wahnsinnig stolz und wahnsinnig nervös. Ich bin dann natürlich hinter der Kamera und beobachte das Ganze. Aber ich habe dieses Jahr vollstes Vertrauen, weil das hat sie letztes Jahr einfach klasse gemacht. Finden wir auch. Ja. Danke. Wir freuen uns schon auf Sonntag. Du hast es eben schon gesagt, also Anita und Alexandra Hofmann sind mit dabei, Joey Heindle, Francine Jordi, Jürgen Drews. Jetzt dürft ihr euch zum Schluss noch ein Lied von Kollegen wünschen. Wen sollen wir denn spielen von denen? Ach, einen Kollegen, den verehren wir beide sehr. Wir sind wirklich große Fans von ihm. Er steht seit Jahrzehnten auf der Bühne. Unser Onkel Jürgen Drews. Oder? Ja, auf alle Fälle. Und ich freue mich, dass er am Sonntag vorbeischaut. Unser großartiger Jürgen Drews. Und wir freuen uns, dass ihr bei SWR4 Baden-Württemberg da wart. Dankeschön. Alles Gute. Habert Ehre. Bis Sonntag und bis heute Abend. Servus. Tschüss.